Seit März diesen Jahres wird in der Fußgängerzone gebaut. Ein Ende der Baumaßnahmen ist für 2014 geplant. Nun stehen die ersten größeren Pflasterflächen kurz vor der Fertigstellung. Die Augsburger Innenstadt ist die gute Stube der Stadt Augsburg und sie wird jetzt wieder neuem Glanz erstrahlen. Das heißt, es passt wieder zusammen, diese reichstädtische Pracht, die wir in Augsburg haben, aber dann eben auch gepaart mit den tollen Angeboten. Wir haben unglaublich viele tolle Läden in den letzten Monaten oder Jahren hier in Augsburg auch ansiedeln können und dementsprechend ist Shopping, Flanieren und danach ein Café auf dem Rathausplatz einfach ein ganz tolles Lebensgefühl. Doch nicht nur oben ist alles neu, auch im Untergrund wurde eifrig gewerkelt. Versorgungsleitungen wie Gas, Wasser und Fernwärme wurden von den Stadtwerken überprüft und bei Bedarf auch ausgetauscht. Trotz der Umbauarbeiten, die Händler in der Innenstadt zeigen sich sehr zufrieden. Also ich finde es insgesamt sehr, sehr gelungen. Wie gesagt, zum einen durch die neue Art der Bepflasterung, dass wir nicht mehr diese seitlichen Gehwege haben, sondern jetzt einen zentralen Ablauf, gibt es eine viel breitere optische Wirkung und durch das helle Pflaster wirkt es einfach offener, freundlicher. Gefällt mir sehr gut. Spielt das Wetter weiterhin mit, sind die Pflaster Mitte November ganz im Zeitplan fertig. In Teilen der Annastraße und am Fuggerplatz lässt der helle, neue Granitbelag nun die schönen Fassaden wieder neu wirken. Einem entspannten Weihnachtsbummel in der Stadt steht dann also nichts mehr im Weg. Aktuelle Infos zu allen Projekten gibt es in der Infobox am KÖ oder unter www.projekt-augsburg-city.de. Wir informieren Sie, denn Zukunft kann keiner allein.